Es geht weiter mit einer neuen Folge Watch Dogs und einer neuen Story-Mission. Wir müssen uns mit Damien treffen. Die Mission, ich will dich sehen. Ich habe die Daten nicht. Und Damien wird das sofort merken. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Bloom, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja. Er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Nikki. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Bloom. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikkis Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingt, Aiden. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nikki, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Bloom wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nikki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Aiden? Und, geht's dir gut? Ich hab Angst. Sag, dass Jackson in Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nikki, ich... Ich weiß, aber bitte lass nicht zu, dass... Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Scheiße, jetzt aber schnell weg hier. Oh, ist das? Der Mann da, das ist er, nach dem sie suchen, ganz sicher. Die Polizei bittet die Bürger, ruhig zu bleiben. Gehen Sie dem Mann aus dem Weg. Er gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Wir erhalten viele Handybilder von Zuschauern. Verdammt, Damien hackt diese Tafeln von irgendwo. Die Polizei hat Downtown Chicago abgesperrt. Da, ein WKZ-Wagen. Den muss ich ausschalten. Okay, jetzt hat er mich am Sack. Alles klar, hauen wir den hier weg. Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Weder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich habe zugesehen und gelernt. Willst du sehen, was ich kann? Oh nein, die Bullen. Scheiße, er kommt seitlich. Alles klar, den hätten wir. Shit, habe ich irgendwas zum Blocken? Lass dich nicht klappen, mein Junge. Das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Ob ich hier rauskomme? Es wird schwierig. Da stimmt was nicht mit dem CTOS-Scan. Moment. Einmal hier durch. Mit dem Motorrad bin ich wenigstens relativ schnell, aber da drüben kommt schon wieder der nächste Scanner. Ne, das kann ich voll vergessen. Viel zu viele Scanner. An alle Einheiten. Okay, da habe ich gar keine Chance. Also da habe ich wirklich null Chancen. Oh, und jetzt hier die ganze Bande. Alles klar, der Heli im Nacken. Wow, 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 komm schon. Komm schon, Aiden. Gummi geben. Ich bremse ihn aus. Halten Sie sofort an und ergeben Sie sich. Wow, 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 wow. Okay, den Heli bin ich beinahe los.
Und jetzt nix wie raus hier aus der Stadt. Yes! Ein Polizei-SUV hat die Verfolgung aufgenommen. Mann, die bleiben aber dran, die Jungs. Fahr vielleicht einen neuen Wagen. Verdächtige außer Sichtweite, wir suchen weiter. Okay, 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 das läuft. Das sieht gut aus. Da drüben sehe ich das Ende, keine Sperre mehr. Und ich bin raus. Versucht, dass entkommt. Gib sofort ein Täterprofil in Umlauf. Nice. Und jetzt wohin? Mission schon wieder beendet. Die gehen aber ziemlich schnell mittlerweile. Okay, normalerweise wichtiger Anruf. Da ist er schon. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Defaults Liebesnest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Gut, aber bevor wir das erledigen wir erstmal was anderes. Ich will mal hier reinschauen. Ich war schon lange nicht mehr hier. Also. Hey, wie geht's so? Heute im Angebot. Wonach suchen Sie denn heute? Oh Mann, der hier ist ziemlich teuer. Aber der wäre schon ziemlich geil, ne? Das G106 finde ich schon extrem gut. Na Moment, die wollte ich auch die ganze Zeit haben. Spec Ops, nehmen wir die hier mit. Munition vielleicht noch irgendwie mitnehmen? Obwohl, ich bin schon wieder voll. Ja gut, weiter geht's. Alles klar, dann. Gut, wo gehen wir hin? Was machen wir als nächstes? Sollen wir direkt weitermachen hier mit der nächsten Mission? Ich weiß, dass man die digitalen Trips überall machen kann. Dennoch finde ich es ganz cool, wenn man zum Dealer geht. Ich finde den Dealer irgendwie cool. Alles klar, machen wir noch einen Trip. Vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Alone oder so. Oder Psychedelic. Die wollte ich eigentlich auch noch beide sehen. Was könnte denn Alone sein? Egal, düsen wir hin und finden wir es raus. Wird schon irgendwas Cooles sein. Allgemein, die digitalen Trips sind auf jeden Fall das Highlight hier im Spiel. Na, wo muss ich hin? Wahrscheinlich wieder irgendwo hier in die Seitengasse gehen. Yep. Nichts passiert. Dann geh doch aus dem Weg. Alter Säufer. Hast du mal digitale Trips probiert? Du denkst gerade, was sind denn digitale Trips, oder? Das ist der Ritt deines Lebens. Eine Audioerfahrung, die dein Gehirn in den Turbo-Modus schaltet und dir an Chicago zeigt, dass du nie für möglich gehalten hättest. Hier sind ja noch zwei Plätze frei. Könnte sein, dass im DLC irgendwas kommt. Du springst gern? Dann haben wir genau den richtigen Trip für dich. Mit Psychedelic springst du mit Flower Power. Oh yeah. Diesen Trip wirst du lieben, Kumpel. Was zur Hölle? Psychedelic! Voll auf Drogen! Mann, die Missionen hier sind ja wirklich abgedreht. Ja! Ich bin völlig high. Ja! Oh Mann, die Lenkung ist aber schwierig. Bams, hier drüben hin. Perfekt durch die Ringe. Yep, da haben wir Spaß. Oh, der kleine Aiden wird heute Nacht wirklich richtig gut schlafen können.
Alles klar, landen wir. Abflug. Einmal die Ringe hier noch mitgenommen. Immer nur gut, immer nur gut. Ich brauche mehr Punkte. Aber ich bin hier voll im Flow. Na also, jetzt habe ich wieder ein bisschen Schwung. Und schwupps. Blumen, jede Menge Blumen. Cool, Mann, richtig cool. Alles klar, wir haben zwei von diesen Mäusen hier. Ah, und hier können wir den nächsten Kurs wählen. 17 Stück insgesamt. Na, einen machen wir noch. Die nächste Runde. Der perfekte Trip. Und hier drüben hin die Landung. Alles klar, noch bin ich im Rennen. Aber die Drogen lassen nach. Ich brauche viel mehr Drogen. Alles klar, komm hier drüben hin. Sehr schön. Wow. Nice, 100%. Woo! Bam. Ich fliege. Alles klar, noch bin ich hier dran. Aiden hat den Spaß seines Lebens. Nein, daneben. Okay, das war's. Hier bin ich wieder. War ein netter kleiner Trip. Auf jeden Fall eine coole Idee. Kann man mal spielen. Gut. Die nächste Story-Mission. Soll ich einen LKW nehmen? Nee, LKW ist mies. Andererseits, sonst ist ja auch nichts in der Nähe. Alles klar, besser als laufen. LKW ist immer noch besser als laufen. Denn wer will schon zu Fuß gehen? Okay, ein bisschen Musik. Ich sag euch, mit dem LKW mäht man hier alles weg. Das Ding hier ist nahezu unzerstörbar. Aber hier drüben ist mein Lieblingsbike. Damit bin ich einfach schneller unterwegs. Ram! Wow, 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 wow. Gut, ich bin hier. Na, da waren wir ja schon bei dem Café. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte dann nichts mehr für Damien. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist eine Webcam. Bin da in Zugang. Also sieh dir an, was ich gefunden habe. Ist das so schwer zu raffen? Du machst das in Höhe rein. Eine Webcam. Und wo genau finde ich die? Oder müssen wir hier wieder Leute scannen?
Ne, wir brauchen hier einen Zugangspunkt. Ich könnte hier nach oben gehen. Ich glaube, oben ist eine gute Idee. Na? Zugangspunkt? Verdammt coole Autos. Das können wir sogar heben und senken. Sieht auf jeden Fall sehr elegant aus. Ah, hier unten. Wo ist es hin? Eben gerade hatte ich doch hier so einen kleinen Anhaltspunkt. Ah, hier. Okay, was habe ich hier? Einmal den hier drehen. Dann den hier nach oben lenken. Dann bin ich bei dem. So. Aha. Ich brauche den hier. Aber den kriege ich nicht. Kriege ich ihn so irgendwie? Auch nicht. Aber so. Moment, ich hatte ihn schon. So. Und hier rum. Hier nach oben. Und pack schon ein. Deckt alle Ausgänge. Er ist hier drin. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Haltet die Augen auf. Na dann. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem funky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum, also am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Und er merkt's nicht mal. Glaubt, er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Da könnte noch jemand sein. Okay, die sind alle da hinten. Tja, dann können wir hier mal die Spec Ops ausprobieren. Ich bin dran. Ich bin absolut dran. Halt sie mir vom Leib! Boah, die ballern direkt los. Hätte ich das gewusst. Oh shit, T-Bone! Alles klar, weggeholt. Oh Mann, T-Bone, halt durch. Granate, wo? Nicht zu T-Bone. Zu mir. Okay, er hat sich selbst in die Luft gejagt. Damit kann ich leben. Ich rufe an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Alles klar, T-Bone ist raus. Und was machen wir? Wir zerlegen die Gegend. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist sein Ziel Nummer 1. Smiley. Wow. Rein, tu es! Was zur Hölle war das eben gerade?
sind da. Wir brauchen Hilfe. Scheiße, Mann. Habt ihr das gerade gesehen? Eine Eruption. Und ich fahre irgendeinen Shit zusammen. Mann, 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 der zerlegt ja hier alles. Auch meine Steuerung. Knall in ihn rein. Okay, komme ich hier raus? Ich hoffe doch. Ah, verflucht. Wir werden ihn haben. Wie werde ich die los? Wie werde ich die los? Stoß ihn! Alles klar, wir nieten sie um. Aber wo am besten? Sorry, Bro. Hier kommt Verstärkung. Mann, der kann die ganze Stadt zerlegen. Fahr auf ihn drauf. Tu es. Verstärkung ist da. Okay, es kommen so viele. Eigentlich muss ich sie schon erst schießen. Anders geht's ja fast gar nicht. Ramm ihn! Scheiße, Mann! Schalte ihn aus! Jetzt zerlegt die ganze Gegend hier. Na, ah, verflucht! Wow! Ja, gut, wir sind ja da. Ich hab nur noch einen hinter mir. Komm hin! Na, schon wieder ein neuer. Wir hauen euch raus! Und wieder ein neuer. Ich werde die nicht los. Wahnsinn. Schubst ihn von der Straße. Los! Alles klar, sehr gut. Wir machen einen Fahrzeugwechsel. Oder obwohl, komm schon, wir hauen sie weg. So geht's auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wow, 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 wow. Boah, ich hab sie sehr gut. Faceblame. Wir treffen uns bald. Lololololol. YOLO. Spaghetti Yolonese, Clownsmütze. Alles klar, Mission beendet. Rattennest. Gesundheit. Pierce, schon mal was von Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt ihn. Also ich nehme ihn. Dazu sagt man niemals...